Compaer verrät Rangnicks Erfolgsgeheimnis. Celtic Glasgow-Verteidiger Marvin Compaer spricht im Sport1-Interview über den Erfolgslauf bei seinem Ex-Verein RB Leipzig und Trainer Ralf Rangnick. Der Kader hatte natürlich auch letzte Saison Qualität, aber die Disziplin und die Konzentration, mit der momentan die Taktik umgesetzt wird, ist einfach konsequenter. Rangnick fordert von der Mannschaft mehr ein. Man sieht da ganz klar seine Handschrift, sagte der 33-Jährige, der Rangnick auch noch sehr gut kennt. Unter dem jetzigen Coach und Sportchef von RB Leipzig spielte der Innenverteidiger von 2008 bis 2011 bei der TSG Hoffenheim und stieg mit dem Verein in die Bundesliga auf. So plant Werner seine Zukunft. Nationalspieler Timo Werner steht derzeit bis 2020 bei RB Leipzig unter Vertrag. Der Verein will verlängern. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 22-Jährigen ist aber noch offen. Laut Sport1-Informationen würde für Werner ein Wechsel innerhalb der Bundesliga nur zum FC Bayern in Frage kommen. Der Stürmer sieht beim Rekordmeister trotz ihrer aktuellen Krise die größten Chancen auf den Meistertitel. Für ihn wäre Bayern nach seinem Werdegang bei Leipzig der nächste logische Schritt. Dennoch wäre ein Wechsel nach England oder Spanien denkbar, Italien und Frankreich allerdings nicht. Bendtner akzeptiert Haftstrafe. Niklas Bendtner hat seinen Einspruch gegen die 50-tägige Gefängnisstrafe zurückgezogen. Damit ist das Urteil rechtskräftig, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Niklas stimmt der Entscheidung des Gerichts nicht zu, hat sich jedoch dazu entschieden, den Fall hinter sich zu lassen und sich auf seinen Verein und seine Familie zu konzentrieren, sagte Bendtners Anwalt Anders Nemeth der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Der Ex-Wolfsburg-Star war vor 3 Wochen in Kopenhagen verurteilt worden, da er einen Taxifahrer so hart geschlagen und getreten habe, dass dieser dabei einen Kieferbruch erlitt.